Hallo, ich bin Katie Sanner. Ich habe mich in meinem Leben leider viel zu lange mit Schule beschäftigt, und zwar 13 Jahre lang. Und seit ich da raus bin, beschäftige ich mich noch mehr damit, wie Bildung denn vielleicht auch cooler gestaltet werden kann. Und ich vermute, deswegen wurde ich gefragt, heute über Schule und Macht zu sprechen. Und diesen Zusammenhang möchte ich mir in diesem Talk einmal anschauen mit euch gemeinsam. Jo. Am Anfang möchte ich nochmal drei Begriffe aufmachen und nochmal schauen, was die eigentlich bedeuten und wie ich die dann auch verwende. Das sind Macht, Herrschaft und Privileg. Und ich habe ganz kurze Definitionen mitgebracht, was ich darunter verstehe. Macht ist erstmal die Fähigkeit, auf etwas Einfluss zu nehmen. Die Veranstaltung hier heißt ja auch Machtcode. Also Macht in dem Sinne ist erstmal irgendwie auch was Gutes und ja, ermöglicht Handlungsspielraum. Macht entsteht durch einen Zugriff auf Wissen und Fähigkeiten und Ressourcen. Es sind schon 5 Leute. Das ist ganz witzig, ich habe ein sehr kleines Publikum. Genau, und wenn man Zugriff auf diese Dinge hat, wird man eben handlungsfähig und kann Dinge tun, kann Dinge machen. Herrschaft ist eine Anhäufung von Macht und in der Regel ist es Macht, die von einer herrschenden Gruppe ausgeübt wird und über eine andere Gruppe von Menschen, eine beherrschte oder diskriminierte Gruppe. Herrschaft ist also, wenn man sich das so anschaut, das, was wir vielleicht nicht unbedingt wollen, wenn wir auf Demokratie schauen oder auf Verhandlungsfähigkeit aller Menschen schauen. Und ein Privileg ist dann innerhalb von einer Herrschaftsstruktur eine Bevorteilung, die dem inhärent ist, wo also nicht jemand sich dachte, ich nehme mir jetzt einmal ganz viel Macht, sondern durch die gesellschaftliche Position, die die Person hat, sie automatisch sehr viel Handlungsfreiräume und Handlungsspielräume hat. Privilegiert sind in unserer Gesellschaft weiße Menschen, Männer, Cis-Personen und so weiter. Schauen wir auf das Verhältnis von Herrschaftsverhältnissen und Schule. Und wenn wir uns da erstmal den Ist-Zustand anschauen, werden in Schule, wie sie aktuell funktioniert, Herrschaftsverhältnisse sehr viel reproduziert. Das heißt irgendwie, Herrschaftsverhältnisse, die es in der Gesellschaft gibt, finden wir auch in der Schule wieder. Ich würde da gerne auf 4 Bereiche mit euch schauen, um so ein bisschen zu schauen, wodurch zeigt sich das. Und die Bereiche, auf denen ich schauen möchte, ist irgendwie der Umgang, den wir an Schulen finden, wie es Unterricht gestaltet, inhaltlich und methodisch und wie es die Umgebung gestaltet, also wie es das Schulhaus gestaltet, was für Material finden wir vor. Wenn wir auf Unterricht schauen, ist da inhaltlich der in der Regel ausgerichtet auf privilegierte Gruppen. Dazu habe ich mal 2 Beispiele. Irgendwie, wenn wir auf Biologie und Sexualkunde schauen, wird da halt davon ausgegangen, dass es Männer und Frauen gibt, dass es heterosexuellen Geschlechtsverkehr gibt und sonst eigentlich nichts. Es wird also auf privilegierte Gruppen geschaut und ein Lernen über queere Identitäten findet dabei überhaupt nicht statt. Oder ich habe ja geschrieben, kaum. Manchmal schrappt man vielleicht so ein bisschen an ein paar kleinen, ein bisschen an der Oberfläche entlang, aber es ist sehr selten. Anderes Beispiel ist, dass ebenfalls kaum oder wenig Lernen über rassistische Verhältnisse stattfindet. Irgendwie über aktuelle rassistische Geschehnisse findet irgendwie kaum Bildung statt in der Schule. Und auch wenn man sich das irgendwie historisch anschaut, ist das irgendwie sehr auf den NS beschränkt und da auch wenig auf die tatsächlichen rassistischen Verhältnisse, die es da gab, sondern viel auch irgendwie dann mit Blick auf die Nazis, also auf die Machthabenden. Und zum Beispiel über deutsche Kolonialgeschichte lernt man eigentlich kaum was in der Schule. Also in meinem Unterricht wurde das nie erwähnt und auch wenn man Lehrpläne anschaut, findet das kaum Erwähnung. Dann in Bezug auf Umgang, wie machen sich Herrschaftsstrukturen da fest? Die Erwachsenen, also die Lehrerinnen und die Schulleitung, sind an Schulen eigentlich die einzigen Machthabenden.
Und auch diejenigen, auf die irgendwie der Unterricht ausgerichtet ist, nicht auf die Kinder und Jugendlichen, auf die Schülerinnen und Schüler. Und als gesellschaftliche Machtstruktur, die da ganz deutlich zu sehen ist, ist das der Adultismus, also die Privilegierung von Erwachsenen gegenüber Kindern und Jugendlichen. Im Bereich auf die Umgebung, also wie gesagt Schulgebäude und Ausstattung, ist das Ganze auf den Frontalunterricht ausgelegt. Das geht dann auch sehr mit dem Umgang einher. Auf die Lehrerinnen und Lehrer ist es ausgelegt, also auf die Erwachsenen. Die meisten Schulgebäude sind nicht darauf ausgelegt, dass da selbstständig gelernt werden kann, selbstbestimmt gelernt werden kann und sind auch für, wenn man versucht, dort demokratisch zu arbeiten und demokratische Strukturen zu etablieren, dafür in der Regel ungeeignet. Es gibt in wenigen Schulen irgendwie Räume, die groß genug wären, um dort Schulvollversammlungen zu halten, weil es einfach keinen Raum gibt, in den alle, die auf diese Schule gehen, reinpassen. Und auch wenn man irgendwie 30 Schülerinnen in einer Schulklasse hat und dann versucht, sich in einen Sitzkreis zu setzen, um miteinander zu sprechen, auch dafür sind Klassenräume häufig einfach zu klein. Im Versuch, das umzudrehen, ich habe vorhin gesagt, Macht ist ja eigentlich auch was Positives, würde ich gerne auch einmal schauen, was könnte denn passieren, in welche Richtung könnten wir gehen und auf Demokratie und Beteiligung in der Schule zu schauen. Und da ist so ein bisschen ein Wunschzustand, mein Wunschzustand in zwei Stichpunkten, dass durch Schule, dass durch unser Bildungssystem ein selbstbestimmtes Leben möglich wird und dass dadurch auch eine aktive Teilhabe in der Gesellschaft ermöglicht wird. Mir wird gerade eine 5 gezeigt. Ich bin bei 5 Minuten, ich habe noch 5 Minuten. Wundervoll, ich rede einfach auch 15 Minuten. Alles ganz gut. Auch da möchte ich auf diese drei Bereiche einmal schauen. Wie könnte das anders sein? In Bezug auf Unterricht würde das heißen, dass ein selbstbestimmtes Lernen möglich ist, dass diejenigen, die dort zur Schule gehen, selbst darüber entscheiden können, was, wie und mit wem sie lernen, dass demokratische Umgangsformen erlernt werden und dass über bestehende Herrschaftsverhältnisse gelernt wird. Das alles mit dem Ziel, handlungsfähig zu werden und selbstbestimmt zu werden und mit dem Gedanken dahinter, umso mehr wir Gesellschaftsverhältnisse auch verstehen, umso größer wird unsere Handlungsfähigkeit, diese auch zu beeinflussen. In Bezug auf Umgang, auch da das Lernen demokratischer Umgangsformen, dafür habe ich gerade ein paar Beispiele auch, ein Klassenrat, wo die Klasse miteinander zusammenkommt und demokratische Entscheidungen trifft, eine Schulvollversammlung, alle Beteiligten der Schule kommen zusammen, eine Schülerinnenvollversammlung, alle Schülerinnen der Schule kommen zusammen und das als Beispiele fürs demokratische Lernen an der Schule. Und in Bezug auf die Umgebung sollte, heißt es dann auch im Umkehrschluss von dem, was ich gerade gesagt habe, dass es Räume braucht, die solche Sachen ermöglichen, dass es Räume braucht, die ein demokratisches Zusammenkommen ermöglichen und dass es Räume braucht, die ein selbstbestimmtes Lernen ermöglichen. Hurra! Wir haben vielleicht noch ein paar Minuten, kurz drüber zu sprechen, wenn ihr Fragen habt oder auch nicht. Wie funktioniert das mit Fragen? Gebe ich euch das Mikrofon? Okay. Ja, es gibt, also die Frage ist, gibt es sowas wie Klassenräte, Schulversammlungen? Ja, die gibt es. Als bekanntestes Modell sind Sudbury-Schulen, demokratische Schulen. Das gibt auch erste Ansätze davon in Deutschland. Das ist eben eine demokratische Schulgestaltung auf verschiedenen Ebenen, wo zum Beispiel diese demokratischen Beteiligungsstrukturen implementiert sind, also stattfinden, als auch ein selbstbestimmtes Lernen ermöglicht wird, also Schülerinnen selber irgendwie Klassen ins Leben rufen können und auch nur die Klassen stattfinden, für die es Interesse gibt. Studien bin ich nicht die Expertin für, gibt es vielleicht, aber kann ich nicht so genau zu sagen. Genau, als Sudbury ist so ein Modell davon, Summerhill,
In Deutschland ist eine sehr demokratische Schule die Capriole in Freiburg, also ganz im Süden von Deutschland. Und in Berlin gibt es auch ein paar Schulen, die sich dem so annähern. Genau, es sind halt so Einzelfälle, die das ausprobieren. Sonst noch Fragen? Ja, doch. Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte... die Herausforderung, vor der wir da stehen, ist, dass wir halt aus einer Schülerinnenperspektive erstmal diskriminiert sind und nicht in einer machthabenden Position. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem zu versuchen, was daran zu verändern. Da ist noch so ein Plakat. Vorhin war ein Talk von mehr als Lernen. So in die Schülerinnenvertretung gehen, schauen, ob es Lehrerinnen gibt, die mitziehen, Forderungen stellen, Schulstreiks. Das bewegt sich alles in Bezug auf Schule sehr langsam. Trotzdem so ist es aus meiner Erfahrung auf jeden Fall den Versuch wert, sich dazu auch zu engagieren und in verschiedenen Formen versuchen, was zu ändern. Aber meine Erfahrung sagt auch, es braucht sehr, sehr viel Zeit, damit sich überhaupt kleine Sachen verändern. Ja.